Straßen, so Parkhausen, ganz legale Arbeitsplätze. Die Polizei wird entlastet, ganz genau wie die Gerichte. Die Entlastung für die Betroffenen ist eine ganz andere Geschichte. So manchen Steuerzahler, nur weil er gern mal einen qualmt, hat dieses Scheißgesetz schon seine Existenz zermalmt. Wenn man sein Hasch in staatlich kontrollierten Läden kaufen könnte, wäre es ein paar Milliarden Euro mehr für Arbeit, Bild und Rente. Die Milliarden zu kassieren, soll nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Yo!